Hier geht es darum, den Rikers den Kopf abzuhacken. Es gibt niemanden, der Leray Barrett ersetzen kann. Sie hat die Flucht nach Manhattan organisiert. Na, Leute fest. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sie retten, bevor Sie da alles hochgehen lassen. Gut, holen Sie sie zuerst raus, aber gefährden Sie nicht die Mission. Wir sind hinter Ihnen. Der Ausbruch ist zu Ende. Hey! KTF! Zeit zu bluten! Hey, kannst du anmachen? Das wird nicht schwer!
Ach, der leckt mich doch am Arsch. Preis. Dann schauen wir mal. Hey, fehlt Ihnen noch irgendwas? Was hast du denn? Ja, nichts Gescheites. Ich wette, Sie kommen wieder. Nichts Gescheites hast du. So, wo bin ich jetzt überhaupt? Da bin ich. Dann machen wir erst einmal da dann noch weiter, oder? Was ist denn das Einsatzbericht? Heute, nein, den wollen wir nicht. Den nicht. Wir brauchen diesen hier. Dann geht's raus. Da haben wir nämlich nur ein paar Einsatzberichte da. Hab ich noch nicht alles. Hey, gibt's irgendwas, das Sie brauchen? Da habe ich noch nicht alles, genau. Thank you.
Lady Smart, hallo. Alarm. Empfange JTF-Funksprüche. Fortschrittsbericht. Colonel Bliss war aufgeschlossen. Ein Mann von seltener Weisheit und Einsicht. Von seinem guten Geschmack bei Single Malls ganz zu schweigen. Neue Herausforderung. Nachdem die meisten Agenten der ersten Welle entweder tot sind oder sich tot stellen, hat die Division offenbar eine zweite Welle aktiviert. Kleiner als die erste, wie es scheint. Schlechte Planung. Auf der Suche nach dem Pferd ging der Reiter verloren. Ich bin sicher, das sind gute Leute. Leider dürfen sie keinen Erfolg haben. Also müssen wir ein paar ihrer Einsätze abkürzen. Niemand hat gesagt, es wäre leicht, die Welt zu retten. Vielleicht ist es da drüben besser. Ich kann nicht schwimmen. Ohne Scheiß. Vergiss es. Habe ich gar nicht gemerkt. Jetzt ist es für dich zu spät. Tut mir leid für dich, Heiner. Die Biege, okay?